willkommen zum Volkswagen Talk hier im Volkswagen Business Club Ost. Herzlich willkommen allen Fans hier, die zuhören. Und herzlich willkommen Finn Bartels. So, in der 85. Minute habe ich mir Gedanken um diesen Talk hier gemacht und habe überlegt, was reden wir dann bloß? Aber es ist anders gekommen. Ja, zum Glück haben wir ja wenigstens noch einen Punkt geholt. Ja, das Ziel war natürlich, 3 zu holen, aber am Ende muss man dann sagen, dass man mit dem einen Punkt ganz gut dasteht. Fangen wir mal ganz vorne an. Als du die Aufstellung von Viktor gehört hast in eurer Besprechung, was hast du da gedacht? Dass wir das Ding gewinnen. Nein, im Prinzip haben die ja auch im Training, die Jungs, die jetzt gespielt haben, gezeigt, was sie können. Und ja, gerade Mello hat sich, glaube ich, heute belohnt dafür. Du meinst Melvin Lorenzen, mit dem hast du praktisch im Sturm vorne angefangen und der hat ein sensationelles Tor geschossen. Hast du ihm das so zugetraut? Wie stellt man sich das vor? Weil der Junge war ja im Kopf der Fans eigentlich nicht wirklich vorhanden. 14 Monate verletzt, nicht dabei. Jetzt kommt er dann zu euch in die Trainingsgruppe und spielt sofort von Anfang an. Das ist ja eigentlich ein Wunder. Ja, also er hat auch nicht viel mit trainiert. Ich glaube 3-4 Einheiten, aber man hat gleich gesehen, dass das ein Top-Mann ist, der ist schnell, abschlussstark und das hat er alles in der einen Szene gezeigt und so ja, uns eigentlich auf die vermeintliche Siegerstraße geschossen, aber ja, so war es am Ende im Punkt, aber er hat ein super Spiel gemacht. Ja, Achterbahnfahrt der Gefühle, in Rückstand geraten, das ist ja nicht das Beste, was man machen kann, wenn man beginnt in einem Heimspiel, dann selber in Führung gegangen und dann innerhalb von 2-3 Minuten wieder zurückgelegen. Was war da eigentlich los, als wir plötzlich diese Führung verspielt haben? Ja, erstmal war, glaube ich, das dritte Tor ganz klar abseits. Das ist natürlich bitter, dass es wieder so gelaufen ist. So, letztes Spiel war ja schon 1-2 unglückliche Entscheidungen, aber ja, trotzdem war es, glaube ich, ein Spiel, wo es hin und her ging. Nach dem 2-1, ja, haben wir eigentlich alle Karten auf unserer Seite und müssen das dann vielleicht besser spielen, Konter besser ausspielen und besser stehen. Das ist uns nicht gelungen, aber ja, die Moral stimmt. Wir sind nochmal zurückgekommen und haben jetzt immer einen Punkt. Nehmen wir mal dieses dritte Tor von Hannover, diesen Freistoß, der ohne Berührung dann doch ins Tor gefallen ist. Aber direkt war einer, ich glaube, José Lu war es, im Abseits. Der hat Richie Strebinger dabei auch ordentlich behindert. Der wollte ja zum Ball gehen. Wisst ihr eigentlich noch genau, wann Abseits ist? Oder ist das auch für euch manchmal ein Mysterium? Ja, das war Abseits. Ja, aber erstaunlicherweise haben es die Schiedsrichter anders bewertet, ja. Das war schon in Frankfurt so, bei der einen Abseitsstellung von Meier. Also, wir müssen damit umgehen, dass im Moment nicht alles für uns läuft. Aber wenigstens kam es dann ja zum Ausgleich. Und dieser Ausgleich, ja, auch wieder durch einen jungen Spieler, der eingewechselt worden ist. Ich glaube, Melvin war super glücklich, weil er sollte schon ausgewechselt werden. Da war schon Davy Selke an der Seite, als er dann doch nochmal seine Chance genutzt hat und das Tor gemacht hat. Und dann kommt Davy auch noch zum Treffer. Dieser Ausgleich, hast du persönlich dran geglaubt, dass da noch was geht? Ja, geglaubt schon, obwohl es uns enorm schwer fiel, so richtig Druck zu entwickeln. Wir haben es versucht, aber es war nicht einfach. Und dann war es schon eine kleine Erlösung, dass wir den Punkt noch geholt haben, dass Davy das Ding noch reinmacht. Ja, wie gesagt, wir hatten uns mehr vorgenommen, aber durch den späten Ausgleich muss man das dann erstmal mitnehmen. Und ja, es war ein Punkt der Moral und jetzt geht's nach Gladbach. Aber vorher kann ich dir nicht ersparen, die vielleicht für dich attraktivste und schönste Szene, aber auch die schrecklichste Szene des Spiels nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Du hast ein geiles Tor fast geschossen, aber irgendeiner war noch auf der Linie. War der schon drin für dich im Kopf? Nö, leider nicht. Ich glaube, Hannover hatte in der ersten Halbzeit eine ähnliche Szene, wo Felix den Ball von der Linie kratzt. Ja, ein bisschen mehr Schmack ist, dann ist er drin oder flach und am Torwart mal, weil der ja hochspringt. Sollte nicht sein und ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber war eine super Szene von dir. Und jetzt dann doch der Blick in die nächste Woche. Da geht es dann nochmal zweimal zur Sache, am Mittwoch in Mönchengladbach. Fangen wir da mal an. Könnte es ein Vorteil sein für uns, dass wir dort unser 18. Pflichtspiel in dieser Saison bestreiten, Gladbach aber schon zum 26. Mal ran muss, Europa League, Bundesliga, Pokal, alles zusammengenommen. Ist das eventuell gegen Ende einer Hinrunde ein Faktor? Ja, es kann mit Sicherheit ein Faktor sein, aber ja, Gladbach ist trotzdem eine Top-Truppe, die mittlerweile auch sehr breit aufgestellt sind. Von daher können die auch ja,
munter durchwechseln. Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir fahren nicht dahin, um einfach die Punkte dazulassen, sondern werden 100% abrufen und versuchen, ja, was mitzunehmen. Und dann kommt Borussia Dortmund zum Jahresendspiel. Und eigentlich denkt man an jedem Spieltag wieder neu, ja, ja, diesmal werden sie gewinnen. Aber sie haben wieder nicht gewonnen. Sie haben bei Hertha BSC, also auch eine Mannschaft, die nicht gerade einen Lauf hatte zuletzt, 0-1 verloren. Also ist auch das eine Nummer, wo man über 3 Punkte nachdenkt? Ja, es sind 2 schwere Aufgaben, weil Dortmund immer noch eine Top-Truppe hat. Die machen bloß die Tore im Moment nicht und wir verlieren die Spiele. Manchmal weiß man auch nicht, warum. Aber wir wittern natürlich unsere Chance. Wenn man gegen Dortmund gewinnt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und von daher erstmal jetzt Gladbach und dann können wir über Dortmund reden. Aber wir wollen mit Sicherheit nicht die Punkte herschenken. Was ist dein Weihnachtswunsch, dein persönlicher? Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Wollen wir mal sehen, wie viele wir holen. Aber wie gesagt, wir wollen punkten und nicht zum Vergnügen dahin fahren. So, und damit habt ihr gesehen, er ist Profi durch und durch. Er denkt an Weihnachten, zu Weihnachten nur an Punkte für Werder Bremen. In diesem Sinne, solche Jungs brauchen wir. Vielen Dank, Finn Bartels. Was wir jetzt noch tun, jetzt wollen wir noch einen Sieger küren. Es gibt das beliebte Volkswagen-Tippspiel zu jedem Heimspiel. Und was glaubt ihr, wie viele haben dieses Ergebnis richtig getippt? Einer, stimmt, oder? Einer? Wir brauchen den ja nicht ziehen, wir wollen ihn einfach nur haben. Nee, leider nicht null. Eine Karte hat es nur gegeben, wo 3-3 draufsteht. Und jetzt wäre es interessant, wer das ist. Aufklappen, wie immer. Ach ja, so. Das ist mir schon letztes Mal passiert. Ich habe meine Brille nicht dabei. Mach du das, Finn. Christian Ulbrich, ist das richtig? Christian Ulbrich hat ein attraktives Fanpaket von Werder Bremen gewonnen, wenn er denn zu uns kommen würde. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit. Ja. Sonst nehme ich das, ne? Ja. Siehst du, hat er doch was unterm Baum, was nicht 3 Punkte sind. Ja. Also, er kann kommen, der Gewinner. Christian, wir warten auf dich, aber solange bis er kommt, kommt ihr bitte näher, denn Finn schreibt natürlich hier noch Autogramme. Viel Spaß damit.